Servus Leute, willkommen zurück zu Planescape Torment. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass wir den Totenschädel, also Mord, nicht trauen sollten. Und ich möchte mal was überprüfen. Erledigt. Wo war das jetzt nochmal? Genau da. Haut ab. Schon gut. Ah. Toter Darbus. Das ist der Leichnam eines Darbus. Der Gestank der Verwesung ist unerträglich. Und seiner steifen und natürlichen Haltung zufolge hat die Totenstarre bereits vor langer Zeit eingesetzt. Wende deine erzählende Knochenfähigkeit auf die Leiche an. Ja, genau das. Das wollte ich nämlich. Versucht die Leiche festzustellen, was ihn getötet hat. Als du die Leiche berührst, läuft eine plötzliche Erschütterung durch deinen Körper. In der Luft herrscht Bewegung, als wäre ein Wind in das Gebäude geraten und versucht sich zu befreien. Du spürst einen seltsam starken Schmerz in deinen Schädel, als ob jemand mit scharfen, verzweifelten Schlägen auf ihm herumhämmert. Versuch dich zu konzentrieren. Die wird vorübergehend schwarz vor Augen, dann schwindet der hämmernde Schmerz, bis er so klingt, als käme er von außerhalb deines Schädels. Die Dunkelheit verzieht sich und du hörst, dass das Hämmern von außerhalb des Gebäudes kommt. Das ganze Gebäude wirkt irgendwie neblig, verschwommen, als würdest du es durch Dunst sehen. Konzentriere dich weiter auf die Vision. Das Hämmern verstummt und plötzlich siehst du eine geisterhafte Version des Davos in das Gebäude kommen. Die Fenster und Türen werden so etwas wie Wasser und verschließen plötzlich den Eingang, durch den der Davos gekommen ist. Der Davos dreht sich um, hält inne und beginnt dann langsam den Raum zu kreisen, wobei er die Wände untersucht und auf jede einmal hämmert, als wolle er sie prüfen. Sehe ich weiter auf die Vision. Der Davos beendet seinen Gang durch den Raum und hält an der Tür an, durch die er zuvor hereingekommen war. Er beginnt zu hämmern, meißelt den Stein weg, aber mit jedem Schlag repariert die Mauer sich selbst. Die wird schwarz vor Augen. Das Hämmern geht weiter. Zuerst in gleichmäßigem Tempo, dann langsamer, dann langsamer. Wow. Als das Hämmern aufhört, siehst du wieder klar und du stehst wieder neben der Leiche des Davos. Sie sieht aus, als sei der Davos hier verändert, gefangen in dem Gebäude. Ja? Aufstieg um eine Stufe. Ja. Yeah. Nee, so hat sie nicht gesprochen. Ja. Yeah. Toten beigetreten oder? Ja. So, dann schauen wir mal. Zwei gewonnene Trefferpunkte, nee. Also die Witzfähigkeit kann ich vergeben. Mal alles mal das da, weil zwei Trefferpunkte sind mir ein bisschen zu wenig. Ja? Ein Trefferpunkt. Ist ja noch schlimmer. Ja, wenn dann will ich zwei. Ja? Ja, dieses Ja werden wir jetzt eine ganze Zeit lang anhören müssen. Wieder ein Trefferpunkt. Ja? Ich hätte einen Anfang lassen sollen. Wieder nur ein Trefferpunkt. Ja, jetzt will ich schon zwei haben. Ja? Oh
Was gibt's nicht? Ich hab's mir selbst verbockt, ja Ja. geil. Ja. Ja. Okay, ich jetzt die zwei nicht mehr. Ja. Nein. Zweimal versuchen es noch. Ja. Wenn es nicht funktioniert, dann. Ah, jetzt gut. Okay, zwei Trefferpunkte. Wow. Dann kann ich jetzt das hier vergeben. Fallen finden, Taschendieb öffnen. Türen öffnen. Türen öffnen ist, glaube ich, das Wichtigere. Wofür List ist, weiß ich gar nicht. Türen öffnen und Falle finden. Der Korb braucht noch ein bisschen. Naja, nicht allzu viel Mord. Naja, der Namenlose ist der nächste, der erreicht. Das kann ich gar nicht. Mit deiner erzählenden Knochenfähigkeit auf die Leiche an. Was mit deiner Kraft die Hand ausstreckst, bewegt sich etwas in der Luft und die Leiche ist daraus. Verschwimmt einen Moment lang. Du spürst da jetzt seltsam starken Schmerz in deinem Schädel. Oh, das habe ich schon. Das Hämmern. Jetzt sehe ich weiter. Vielleicht die Leiche ist Davos. Alles klar. Schon gut. Schon gut. Und dann safe ich hier jetzt noch mal. Wo geht's jetzt überhaupt lang? Wird nichts angezeigt. Okay, gehen wir einfach. So, genau hier habe ich gelegen und da kam ein Gesicht aus der Wand. Überwältigt starrst du auf das bizarre Schauspiel vor deinen Augen. Was eine gewöhnliche, nicht weiter bemerkenswerte Ziegelmauer zu sein schien, zuckt und pulsiert jetzt heftig. Die Mauer dehnt sich mit eigenartiger Elastizität und wölbt sich nach außen, als ob eine unsichtbare Kraft versucht, sich von der anderen Seite einen Weg durch diese Barriere zu bahnen. Langsam beginnt die wallende Masse sich zu beruhigen. Ihre Kurven zeichnen sich immer deutlicher ab und du findest dich Auge in Auge mit einem Stein, mit der steinernen Karikatur eines menschlichen Gesichts. Was ist das? Ich weiß nicht. Anna starrt das Gesicht ungläubig an. Ihre Hände tasten nervös nach ihren Dolchen. Aber ich bin dafür, dass wir gehen, bevor wir es rausfinden. Okay? Nicht, es gibt da etwas. Plötzlich kommt ein starker Wind auf. Die Luft ist angefüllt mit einem unheimlichen Seufzen. Die
tosende Wind wird stärker und du hörst noch andere Geräusche. Das Ächzen von Brettern, das Rauschen von Blättern und das Knirschen von Stein auf Stein. Brettern, Blättern, reimt sich. Nach einer Weile beginnt der Krach sich von einer Kakophonie einzelner Geräusche in einen einzigen deutlichen Ton zu verwandeln. Du hörst eine Stimme, die leise spricht und dann doch von allen Seiten gleichzeitig zu kommen scheint. Du, das kann nicht sein. Sei gegrüßt, was? Du kennst mich? Der Wind um dich herum hat sich gelegt, aber die Stimme ist immer noch irgendwie da. Du bist wiederhergestellt. Du bist wiederhergestellt. Ich sah, wie du zerstört wurdest. Zerstört? Wo? Ich sah, wie du hier vor mir zerstört wurdest. Ich sehe alles in mir. Weißt du, was mit mir passiert ist? Dinge, die keinen Schatten werfen, waren Schatten. Sie erhoben sich um dich, rissen dich nieder. Erinnerst du dich nicht? Oh nein, diese Figuren da, die Fahrrad schon überfallen haben und die uns, glaube ich, relativ am Anfang des Spiels auch schon angreifen wollten, als wir aus der Leichhalle rausgekommen sind. Glaube ich zumindest. Konzentrierst dich auf die seltsame Stimme, die sich aus den Geräuschen um dich herum zusammensetzt. Irgendwo in den tiefsten Winkeln deines Gedächtnisses glimmt ein Funke der Erinnerung auf. Du hast das Gefühl, dass dir die Geräusche irgendwie bekannt vorkommen. Schließ die Augen und versuch dich zu erinnern. Okay, das ist also passiert. Ich frag mich, was das für Viecher sind. Ja, du erinnerst dich. Die Stimme der Gasse dröhnt in deinen Ohren. Verscheuchte Bilder aus deiner Erinnerung und bringt dich wieder in die Gegenwart zurück. Zerstört. Wie ich es bald sein werde. Ich kann die Teilung nicht länger aufschieben. Druck steigt. Bald werden die Steine zusammenfallen und die Schwebenden werden mich bis zur Zerstörung reparieren. Bis zur Zerstörung reparieren. Du stirbst. Druck ist zu stark, zu viele Orte im Inneren gefaltet. Nicht genug Platz, mich zu teilen. Er muss mich teilen. Teilen? Oh, er muss im Weg sein. Wovon redest du eigentlich? Ich glaube, sie ist trächtig. Das ist eine Sie? Oh. Verrückt. Wo stehen wir also theoretisch gesehen im Moment? Die Antwort darauf will ich wirklich nicht wissen, Mord. Die Stimme fährt fort. Hilf mir, mich zu teilen, zu verzweigen, mich auszudehnen. Das heißt, das ist eine Sie? Dann habe ich total falsch synchronisiert. Neue Öffnungen werden sich auftun. Du kannst sie benutzen, um in den unteren Bezirk zu reisen. Was brauchst du, um dich zu teilen? Der Schwebende trepariert mich. Er hindert mich daran, mich zu teilen. Ich zerstöre seine Reparaturen. Aber er kommt immer wieder. Repariert von Neuem. Ich muss den Schwebenden entfernen. Willst du, dass ich den Davos in der Gasse töte? Entferne ihn, nur dann kann ich mich teilen. Also gut, ich werde den Davos für dich entfernen. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Das ist auch ein Problem, weil dann geht die Dame Schmerzes auf mich los. Erledigt. Das wollte ich nicht. Als du dich dem Steingesicht näherst, fallen die verschiedenen Umgebungsgeräusche der Gasse und so weiter. Du bist zurückgekehrt. Davos ist immer noch da. Da scheint ihn nicht loswerden zu können.
Das heißt, ich muss den Darbus töten, oder wie? Vielleicht kann ich ihn überreden, aufzuhören. Schon gut. Erledigt. Ja, der da. Siehst du einen Darbus? Jetzt haut auf mich ein. Ist eine lange fließende Robe gehüllt und schwebt und so weiter. Sei gegrüßt. Muss meiner Pflicht nachkommen. Schon kapiert, ich habe nur gedacht, dass du wissen solltest, dass ich die Leiche eines Darbus in der Gasse entdeckt habe. Der Darbus legt den Kopf ein wenig schräg. Eine Anzahl von Symbolen strömt aus seinem Kopf dahin, von denen die meisten keine Worte sind, sondern Überraschung und Sorge ausgedrückt. Tod? Wo? Wahrheit, er liegt in dem verlassenen Gebäude ganz in der Nähe. Siehst du auch, sieht so aus, als ob er irgendwie nicht mehr rauskommen konnte. Lüge, er liegt in dem verlassenen Gebäude ganz in der Nähe. Ich weiß nicht, wie er gestorben ist. Ich könnte ihn anlügen, dass er reingeht und dann nicht mehr rauskommt. Was passiert, wenn ich die Wahrheit sage? Der Darbus starrt dich kurz an, dann macht er eine leichte Verbeugung und schwebt in Richtung des Gebäudes, des verlassenen Gebäudes. Leb wohl. Ich bin weg. So, Darbus, du gehst jetzt rein und dann kommst du nicht mehr raus. Ich bin weg. Jetzt sollte er tot Erledigt. sein. Die Tür ist verschlossen. Ich bin weg. Gut, so muss ich ihn nicht killen. Perfekt. Und so geht die Dame Schmerzensache nicht auf mich los. Hoffentlich. Erledigt. Hallo Steingesicht, der hat den Darbus platt gemacht. Oder vielmehr in die Falle gelockt. Ich habe mit dem Darbus geredet. Ich habe ihm von seinen toten Brüdern erzählt. Und er ist losgegangen, um nachzuforschen. Hab mein Tagebuch auf den Leuchtenstand gebracht. Alter. Wow. Ja, der Schweigende repariert nicht mehr. Er ist jetzt bei dem anderen. Ich habe mich um ihn geschlossen. Er bleibt für immer in mir. Ich verstehe, jetzt wo er gefangen ist, kannst du dich ungestört teilen, richtig? Ich kann mich immer noch nicht teilen. Zu schwach, kann Reparaturen des Schwebenden nicht zerstören. Seine Änderungen müssen rückgängig gemacht werden, bevor ich mich teilen kann. Du musst die Reparatur des Schwebenden für mich zerstören. Wie kann ich die Reparatur rückgängig machen? Ich bin kein Zimmermann. Du weißt, dass ich die Änderung des Darbus rückgängig mache? Wie? Such die Teile von mir, die der Schwebende geändert hat. Mach die Änderung rückgängig. Mach die Reparatur rückgängig. Muss exakt sein, präzise. Nur dann kann ich mich teilen. Ist gut, ich werde die Reparatursuche für rückgängig Mein machen. Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wow, es fehlt nicht mehr viel für Namenlosen. Moment, Stufe 5, 5, 6, 6. Erledigt. Alles klar, ich muss die Reparatur rückgängig machen. Schon gut. Aber wie? Wo finde ich die Teile? Das dunkle Nische geht von 1 oder 2 Meter hinein, bevor sie plötzlich im Felsgestein endet. Ich bin weg. Vielleicht kann ich jetzt durch die Tür. Vielleicht ist der Darbus tot. Sie ist verschlossen. Die wackelige Unterkunft sieht aus, als stünde sie schon seit Jahrhunderten dort. Die Holzwände sind verwittert und altersschwach. Auf dieser Seite des Hauses scheint es, als wären einige Bretter vor kurzem gelöst worden. Untersucht das Gebäude.
Scheint, als ob der Davos versucht hat, das alte Gebäude abzureißen. Einige Bretter des Gebäuderahmens sind loser. Die Nägel sind fast ganz aus ihnen herausgezogen worden. Bretter, das heißt nicht Bretter oder wie? Ich finde hier nichts. Soll ich die Wand mal angreifen? Schon gut. Da sind Bretter. Schon gut. Erledigt. Listenmodus. In Ordnung. Fehlgeschlagen. Auch Mord. Versuch gescheitert. Ich bin weg. Schon gut. Knackt's alle mal. Erledigt. Versuch gescheitert. Scheinbar komme ich da nicht rein. Schon gut. Schon gut. Was brauche ich denn? Ich brauche Bretter. Ich bin weg. Jetzt mal, was ich machen muss. Zwei Orte auf mir muss zerstören, was der Schwimmende geändert hat. Das ist nicht selbst ändern, muss Energie fehlt. Zerstören muss ich's. Ist Änderungen in der Weise deiner Art machen. Okay, nur was ist geändert worden? Schon gut. Hat auch irgendwo draufgeschlagen. Ich bin weg. Schon gut. Schon gut. Schon gut. Das Ding-Gebäude kommt dann nicht mehr raus. Schon gut. Da hat er draufgeschlagen. 100 Pro. Halte aus. Ja? Werde stark durch das Ausharren. Dieses Gebäude. Muss es zerstören, aber wie? Vielleicht kann mir Mord ja irgendwas sagen. Was nagt an dir, Meister? Was nagt an dir, Meister? Nee, nicht die Tattoo, über Sigil. Nein. Was sollen wir jetzt tun?
Was hast denn mit mir? Wie bist du gestorben? Keine Ahnung, Meister. Ich habe es irgendwie vergessen, als ich starb. Das macht mir auch nicht so viel aus. Wenigstens hat nach meinem Tod etwas auf mich gewartet, auch wenn es das Leben als anderer Schädel ist. Was sollen wir jetzt tun? Also, ich sag dir mal, wie ich die Sache sehe. Erzähl weiter. Wenn du mich fragst, dann ist das hier deine Show, Meister. Ich kann im Moment nicht viel sagen, was uns weiterbringen könnte. Ja? Ja! Was willst du? Ja, was willst du? Wie du mir da rausgefunden hast, ich hab dich nicht im Stock getroffen. Hast du bei meiner Leiche irgendwas? Nee, erzähl mir, was du erfahren hast. Kannst du mich Diebesfähigkeiten lehren? Oder bin ich kein Krieger mehr? Ich wollte nur mal gucken, ob du noch da bist. Erzähl mir, was du erfahren. Der alte Krückenfahrrad? Er ist mein Paar. Naja, nicht mein richtiger Paar. Er hat mich gefunden, als ich ein kleines Mädchen war. Ander zuckt die Achseln. Er brauchte jemanden zum Sammeln, jemanden, der da reinkriechen konnte, wo seine anderen fetten Handlanger nicht hineinkamen. Also hat er mich unter seine Krücke genommen. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er euch besonders da ähnlich seht. Kannst du mir sonst noch was über ihn erzählen? Lebt schon länger im Dorf als ich. Ist vor Ewigkeiten hergekommen. Vielleicht hat er einen Ort sogar entdeckt, wie einige aus dem Dorf sagen. Anna runzelt die Stirn. Fahrrad ist Gewissen, weißt du? Schaut mehr auf den Pfennig als die meisten. Und ihm hat's nie ein Klimper gefehlt. Schaut auch mehr auf. Nee. Muss was zerstören. Ja, das Gebäude. Aber wie zerstöre ich das? Ich höre deine Worte. Ja. Schon gut. In Ordnung. Fehlgeschlagen. Kannst du nicht hier einbrechen? Versuchst du mal. Mord kümmert sich drum. Ich kann sie nicht aufbrechen. Ja, jetzt nur mehr ich. Versuch gescheitert. Nee, keiner kann's. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll, verdammt. Schon gut. Ja gut, dann muss ich die Party beenden. Schauen wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Das war Planescape Torment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!